Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu diesem neuen YouTube-Video bei mir auf dem Kanal. Mein Name ist Daniel Kubik und heute nehme ich dich einen Tag mit in meine Wettkampfvorbereitung für den Herbst 2024. Ich befinde mich mittlerweile, um euch einfach mal ein paar Eckdaten auch mit auf den Weg zu geben, bereits in der fünften Diätwoche. Ja, die einen oder anderen, die mich schon länger verfolgen, haben gesehen, ich bin ja aus meinem Pre-Prep-Cut gekommen. Ja, das war so dieses Konstrukt, diese Diät, die ich gemacht habe von Peak-Off-Season auf 85 Kilo, bin nun mal auf 88,5 insgesamt hoch und jetzt heute Morgen nochmal bei 85 Kilo in meiner Wettkampfvorbereitung gelandet. Und da haben wir uns das Ganze gedacht, ja, ich bin heute mehr oder weniger auf meinem Lowest Weigh-In, ja, also dementsprechend ist die Form auch wahrscheinlich noch nie viel besser gewesen. Wir haben heute einen Gast hier und zwar den Louis Friedingsdorf und der Louis wird heute mal über meine Form schauen, über das Posing schauen, hat vielleicht den einen oder anderen Tipp noch für mich und ein Training gab es auch schon bei ihm auf dem Kanal. Jetzt gehen wir mal einen Louis holen und dann kann er mal einmal über meine Form drüber schauen. Da haben wir ihn, den Louis, ja. Man sieht es dir im Gesicht an, Bro. Du bist schon auf jeden Fall lean, ja. Also du bist weiter als ich, ja. Wann geht's für dich das nächste Mal auf die Bühne? Tatsächlich in 12 Tagen. Da ist mein erster Wettkampf jetzt innerhalb der Frühjahrssaison. Mhm. Und der Hauptwettkampf, der wäre dann in 11 Wochen bei der Weltmeisterschaft der INBA. Mhm. Aber die Wettkampfphase geht jetzt schon in 12 Tagen tatsächlich los. Und du hast was gemacht, was viele ja nicht machen, oder du wirst was machen angehen, was viele nicht machen. Und zwar, Louis wird insgesamt 8, 9 Wettkämpfe? Tatsächlich 9 Wettkämpfe an 7 verschiedenen Wochenenden. Also ich habe auch ein Wochenende, da sind 2 Wettkämpfe. Mhm. Also da bin ich Samstag bei einer Show und dann ist Sonntag noch eine weitere Show, die dann so auf dem Heimweg auch teilweise liegt. Und die wird dann auch noch mitgenommen. Also diese Season will ich richtig viel Stage sammeln. Meine letzte Saison war 2021 und da wurden leider Corona-bedingt sehr viele Wettkämpfe auch abgesagt. Deshalb ich diese Season wirklich aufs Ganze gehen will und ganz viel Erfahrungswerte einfach mitnehmen möchte. Also Leute, wer mich letztes Jahr schon geschlachtet hat für meine 5 Wettkämpfe, hier der Meister, der will 9 machen an 7 Wochenenden. Und in wie viele Klassen willst du starten? Ja, tatsächlich in bis zu 4 Klassen pro Wettkampf. In der Frühjahrssaison ist es so, dass Mehrfachstarts, vor allen Dingen bei den Wettkämpfen der INBA, uneingeschränkt möglich sind. Und ich werde im Bodybuilding, in der Classic-Physik, in der Men's-Physik und auch in der Athletik-Klasse starten. Das ist noch eine Klasse, wo im Prinzip die Posen und auch die Posing-Bekleidung genauso wie im Bodybuilding eben sind. Nur, dass die Härte da mehr bewertet wird als die Muskelmasse. Gibt auch ein Gewichtslimit, Körpergröße minus 103. Ja. Ja, ich bin so 1,80, das heißt, ich darf dann nur 77 Kilo dann bei der Einwaage wiegen. Aber das sollte passen und dann kann ich tatsächlich bei sehr, sehr vielen Wettkämpfen dann eben auch in 4 Klassen an einem Tag dann eben teilnehmen. Man muss auch sagen, wir haben gerade eben einen Formcheck schon bei Louis auf dem Kanal und auch ein Training gemacht. Also schaut gerne mal bei Louis auf seinem YouTube-Kanal vorbei, wenn ihr sehen möchtet, was ich zu seiner Form sage. Weil in 4 Klassen zu starten, 4 verschiedenen, ist natürlich nicht für jeden was. Ne? Also man muss sagen, da muss man auch vom Körpertyp her schon passen. Und sowas ist auch eigentlich fast nur im Natural Bodybuilding möglich. Ne? Mhm. Also so, ne, wenn du jetzt, keine Ahnung, ein IFBB Pro in der Open, den kannst du halt nicht mehr so in die Classic stecken oder in die Men's Physik oder... Ja, das ist immer so ein bisschen das Problem. Deswegen, das geht halt tatsächlich fast nur im Natural Bodybuilding so. Also check das gerne mal aus. Und jetzt machen wir das Ganze einmal umgedreht. Ja, also Louis wird heute einmal über meine Form schauen. So. Ich habe auch den einen oder anderen Klienten von Louis wahrscheinlich in meiner Klasse. Dementsprechend wird er mich heute vielleicht mal ein bisschen sabotieren. Aber nee, Louis im Klasse-Coach. Dementsprechend bin sehr gespannt, was er zu meiner aktuellen Form sagt. Gerade auch aus der zeitlichen Aspekt, ob ich zu früh bin, ob ich genau passend bin. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Wann wäre dein erster Wettkampf? Der erste Wettkampf wäre 15. September. Das müssten jetzt noch so 28, 27 Wochen sein? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich kann es dir nicht aus dem Kopf sagen, aber sowas in dem Dreh. Ich glaube, ein Ticken weniger. Ich glaube, 28 war zu Beginn meiner Wettkampfvorbereitung. Dann dürften es jetzt so 24, 25 sein. Okay. WWF Germany wird wahrscheinlich auch die einzige Amateurshow dann sein in dem Jahr. Ne? Nachdem ich letztes Jahr ja eigentlich alle Amateurshows so gemacht habe, die es im Frühjahr gab. Da ist das Ziel, sich direkt die Pro-Card zu sichern. Da fahre ich nur wegen einem Ziel hin, ja. Okay. Schauen wir uns das an. Line-up. Ja. Das ist Wahnsinn, wie breit du halt stehen kannst hier in der Pose und die Adduktoren halt trotzdem noch schließen. Obwohl du halt eben nicht die rundesten Quads hast, ne? Die sind eher länglich.
kannst du halt aber hier trotzdem einen richtig guten X-Frame erzeugen. Vierte Drehung nach rechts. Die seitlichen Symmetrieposen sind bei dir unfassbar stark. Sieht sehr gut aus. Vierte Drehung nach rechts. Kannst du hier die Knie noch ein bisschen mehr nach außen rotieren? Ja. Finde ich tatsächlich nicht verkehrt. Vierte Drehung nach rechts. Ich finde, du könntest hier den Fuß noch ein bisschen versetzter stellen. Also den hinteren Fuß, ja, noch einen Ticken weiter nach hinten. Ja. Und hier vielleicht nicht zu sehr die Bauchpartie verdecken. Genau, so ein bisschen mehr rausnehmen. Ja, viel besser. Ja. Schieb noch ein bisschen mehr den Ellenbogen hier vor für den Trizepsschwung. Ja, nicht nach vorne, genau, so ein bisschen, ja. Genau, und jetzt hier gucken, dass der Bauch trotzdem bleibt. Das sieht mega aus, weil guck mal hier, der Schwung ja. In dem Trizep, wie der noch kommt. Boah. Das ist eine richtig, richtig starke Pose. Die sieht wirklich verdammt gut aus. Ja. Doppelbizeps von vorne. Lats bird. Das ist Wahnsinn, wie viel Fläche der Arm hier einfach füllt in der Pose. Das ist sehr gut. Side chest. Siehst du das? Ich habe hier so richtig Probleme mit der einen Schulter. Die kommt nicht so wie die andere zur Geltung. Also hängt immer so ein Stückchen tiefer. Ich finde, das macht irgendwie so ein bisschen das Bild kaputt. Das ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Zum Glück. Bei der Jury hoffentlich auch nicht. Sehr gut. Unfassbar starke Pose von dir, extrem kompakt, sehr symmetrisch, Unterkörper, Oberkörper, das passt. Side Tricep. Sehr schön, wie du den Arm hier noch mit reinbringst. Ja, einfach nur noch diese Silhouette hier vom Arm, gibt der Pose noch mal mehr Dimension, das sieht sehr gut aus. Okay, hier das Handgelenk noch mal an. Gut. Lats bird. Und da komme ich besser rein, wenn ich leicht ausstelle. Ja, hier sieht man so ein bisschen das mit der Schulter. Ne? Das hier der, genau, hier ist der Schulterkopf wirklich sehr, sehr schön rund. Und hier kriegst du halt nicht so die Spannung auf die Weirdheads. Aber das ist auch manchmal so, also müssen wir probieren. Ja, jetzt hast du den Kopf hier viel besser. Ja. Jetzt kommt er schon runter, Schulterkopf. Schiebt man noch einen Arm mit rein oder so, würde ich mir hier mal anschauen. Guck mal, die Brust ist jetzt schon gut gestreift, also da ist halt wirklich richtig Fleisch und Qualität drin. Ne? Und die auch ein bisschen zu blockig? Nein, ich finde blockig jetzt im Bodybuilding auch nicht so schlimm. Ne? Also ich finde, du bist halt einfach ein... Teil könnte halt hier irgendwie schon... Ja, aber du machst es schon gut dadurch, dass du einfach ein bisschen schräg stehst. Also das fällt jetzt gar nicht auf. Hands claps erstmal. Oder? Ja, genau, mach erstmal die. Ja. Jetzt gehen wir in die Hands und Hips. Claps. Ja, ist so ein bisschen die Qual der Wahl. Ne? Welche der Varianten nimmt man? Die Crab. Meistens so an. Ja. Ja, die Crab ist auf jeden Fall. Kommt schon brutal hier mit den Traps. Also, die sind schon ordentlich. Und, wo siehst du persönlich die meisten Schwachstellen? Ich finde generell die Rückseite. Also, die fallen einfach im Vergleich zu deinen Front- und auch Side-Posen einfach ab. Also die Rückenposen, sowohl im Unterkörper als auch im Oberkörper. Wenn man das jetzt auf einzelne Muskelpartien runterbrechen müsste, ist es halt schwierig, weil die Muskelpartien, die dir von hinten fehlen, die... Ist komisch, gell? Von der Seite sind, von der Seite sind sie da. Ja. Weil der Hamstring von der Seite ist halt richtig gut. Da hatte ich ja auch gesagt, ne, bei der Side-Chest, das sieht richtig, gut aus. Wenn ich den jetzt mal so einnehme, ich krieg den auch... Also ich kann die einzeln auch gut bringen. Ne? Guck mal. Ja, ja. Die Frage ist halt immer, auf was geht man mehr, weißt du? Wenn ich die Beine schließen möchte, dann kommt der Hemd nicht mehr so. Glut sieht voluminös aus, ne?
Also ich kann den Helm ja, also ich weiß nicht, ob man es auf Kamera sieht, aber hier, der ist ja, guck mal. Ja, ja, der ist schon gut. Und von der Seite sieht man es auch, ne? In der Side-Chest, ja. Der Helm ist brutal. Ja. Aber von hinten es wirkt dann doch einfach nicht so wie aus den anderen Perspektiven. Die Frage, auf was geht man? Auf was geht man jetzt, ja. Also ich würde sagen, auf jeden Fall sagen, Arme ist eine Stärke im Vergleich dazu, ja, der Rücken fällt halt einfach ab, also auch weiterhin Latt. Ja. Gerade in der Doppelbizeppose wird dir auch mehr Latt nochmal mehr helfen. Wobei der halt auch, wenn du ihn mal so isoliert flexst von hinten, echt nicht schlecht ist. Also man sieht da schon, ne, die Ansätze sind super und hier ist richtig Fleisch drauf. Ne? Also das ist hier schon ein guter Kolben, den der Daniel hat. Aber trotzdem, obwohl die Muskelpartien individuell sehr gut ausgeprägt sind, fehlt es dann im Gesamtbild dann doch wieder so ein bisschen an V-Form in der Doppelbizep und generell in der Ansicht von hinten. Also das wären so die Tendenzen, aber ja, das bleibt insgesamt weiterhin Quads, Lats, ne? Quads auch definitiv, aber du hast die Adduktoren wirklich gut verbessert, kannst dann auch entsprechend breit stehen. Aber klar, mehr Schwung wäre natürlich nochmal wünschenswert. Ja. Danke fürs Feedback. Gerne. Ich werde weiter dran arbeiten. Rücken ist halt oft das Ding. Und er wurde schon echt deutlich besser, wenn ich jetzt die Bilder von diesem Jahr und von der letzten Prep vergleiche, ist schon ums Doppelte gewachsen gefühlt. Mhm. Aber jetzt im Gesamtpaket halt, ne? Das ist halt immer so das Ding. Ich habe halt sehr dominante Arme, ja, obwohl die jetzt auch nicht mal so super dick sind, aber die sind halt irgendwie einfach so rund, ne? Schultern sind ganz gut und oft ist es dann wirklich halt eben so die Mittelpartie, also der Torso einfach. Brust, Rücken geht halt immer mehr und Latt, Leute, geht immer mehr. Es gibt kein zu viel Latt. So, den V-Taper, den wollen wir alle haben. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben, schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare, was derzeit noch meine größte Baustelle und meine größte Stärke ist. Und ansonsten dürft ihr mich natürlich auch mit dem Code KWK im Evo Sportsfuel Shop unterstützen. Ja, dort bekommt ihr immer den besten Rabatt. Und derzeit haben wir auch, falls ihr auf der Suche nach passenden Trainingsprogrammen für euch seid, im The Age of Iron Shop dicke Rabatte, sowohl auf die Pro- als auch auf die Light-Programme. Also auch dort gerne mal vorbeischauen. In diesem Sinne, Freunde, peace out. Ciao, ciao.